Herzlich willkommen zur neuen Folge von Let's Play Advance Wars mit The Wardrock und Bloody Fox 13. Und zwar genau in dieser Reihenfolge. Wobei die Reihenfolge eigentlich egal ist, weil. Ja, wir quatschen sowieso durcheinander, genau. Das auch noch. Und jeder weiß, dass ich die Macht des Controllers habe. Nein, das bin ich. Bei der Kraft von Sky. Schau, ich habe gerade das Gebäude eingenommen. Was machst du jetzt als nächstes? Ich lasse mal momentan den Cursor stehen und gehe dann einfach mal nach rechts. Haha, nein. Und ich wollte dich nur verarschen. Warum sollte ich nach rechts gehen? Da war nicht meine Einheit rechts. Warte mal. Ich hoffe ja, dass da nichts steht. Ah, da steht nichts. Super. Kommst du bis zum Wald in der nächsten Runde? Nee. Doch? Doch, nee. Natürlich, ne? Nicht. Nee. Ich komme bis dahin. Bis dahin käme ich. Aber der Wald kostet mich eins zu viel. Na, du sollst dich ja nur neben dem Wald stellen. Ach so, ja. Ja, seine mächtige Armada. Nichts kann. Also was nein, jetzt komme ich definitiv nicht bis zum Wald. Wieso kann er das sehen? Aber weil da ein Panzer von ihm daneben stand. Nein. Doch. Ah. Ach egal, ich stelle ihn dahinter. Dass er sich auflädt wieder. Mhm. Ja, vor allen Dingen ist er das safer. Saver. Zeva. Zeva wir schon weg. Ich habe ja die Befürchtung. Hat er überhaupt irgendeine Einheit drin? Da hat er noch er hat noch einen Raketenwerfer und einen Panzer irgendwo mindestens. Genau, da hinten hat er in dem Wald, da hinten hat er einen Raketenwerfer. Ich wette, hier hat er eine Dingseinheit. Eine? Na, wie hießen die Viecher denn? Ja, ich weiß ja nicht, was du meinst. Na, eine von denen da. Die mit den Kanonenrohren da dran, die da. Artillerie. Ich finde sowieso Mech? Artillerie. Ah, der braucht schon Vokale. PKs, ah ne. Nee, ganz ehrlich, das kann man nicht sprechen, ohne dass man es kotzen kriegt. Sperr. Das erinnert mich daran, wie wir damals in Polen waren. Und als einer der Workshops war da so ein Hip-Hop-Workshop und die Tante hat immer gesagt, zu Bea hat sie immer gesagt, Bär. Böser Schaden. Zu erwartender Schaden, wenn ein Jagdpanzer auf dem. Die Frage ist. Weißt du was? Warte mal, wir können mal was gucken. Ja, brauchen wir nicht. Die Fähigkeit können wir uns sparen. Die Frage ist, kommst du jetzt mit deinem Jagdpanzer neben dem Wald? Dann würde ich nämlich dir raten, den Speer in den Wald zu stellen, wenn du gucken kannst, ob der Wald leer ist. Das war so. So geht das natürlich auch. Ah, 101. Wow, kriegst ihn sogar down. Das ja, Max Panzer sollte man nicht unterschätzen. Genau, und da ich, ich stand da, ne? Ja. Vorher. Nee. Mit dem? Nee, ja. Da stand ich da, oder? Links. Da, ja. Genau. Und das heißt, dass er dort keine Artillerie haben konnte, weil die Artillerie hätten getroffen. Wie du siehst, hier, Artillerie hätte getroffen. Ja. Also hat er dort entweder gar nichts gehabt oder einen Raketenwerfer. Und der Raketenwerfer war nicht. Der Raketenwerfer hätte dich nicht sehen können. Das auch noch. Also ist die Theorie schon mal im Eimer. Naja, aber trotzdem. Wenn er dich nicht sieht, kann er dich nicht angreifen. Man kann nicht töten, was man nicht sieht. Richtig. Sowas meintest du doch in ungefähr, ja. Ne? Also übrigens, erste Auswahl mit Max und so, ne? Mhm. Ich sehe dich doch gerne leiden. Ich meine, du hast doch noch War mit den Dark Elder durchspielen dürfen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile finde ich sie ganz nett. Nächstes Mal versuchen wir. Sag mal, ich habe gar nicht gemerkt, wie die mein Landeboot zerpflückt haben. Oder? Hä, das war doch mit der ganz am Anfang schon weg. Ja, ich weiß, aber ich kann mich gerade. Ich meine, ich kann mich damit herausreden, dass es jetzt schon wieder ein paar Tage her ist. Schick Speer ziemlich mittig, damit du gucken kannst, ob da irgendwas ist. Okay, du kannst deine Truppen durchschicken.
Ja gut, damit haben wir die Schlacht eigentlich auch schon gewonnen, oder? 1, 2. Kann er jetzt irgendwas groß machen? Nicht wirklich, nichts Relevantes. Es sei denn, er räumt jetzt von hinten auf mit seinen... Guck mal, von hier aus kann er 1, 2, 3, 4, 5, 6, kann er auch nicht mehr angreifen. Genau. Ach, scheiß drauf. Schick dir auf Urlaub. Ah. Bam. Oder so. Hey, du hast gar keinen Geldanzeiger. Ja, es gibt hier kein... Weil es hier keine Truppenbehausung gibt, gibt es kein Geld. Mhm. Oh, an den kommt er doch noch ran. Naja, das war dann wohl ein Griff ins Klo. Hä, an wen ist er rangekommen? Achso, an den. Wieso sieht er den? Steht ein U-Boot irgendwo, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Eigentlich dürfte er nicht sehen. Es hat einen Speer hinten hinterhergezogen. Ne, dann müsste er, der müsste ja auch noch sichtbar sein für dich, ne? Naja, aber da sie da oben nicht mehr rankommen, machen wir da halt den Umweg über hier. Ich würde eine Infanterieeinheit auf der Brücke liegen stehen lassen, damit du was siehst, falls was kommt. Aber das Spiel spielt sich auch ganz gut ohne Ton gerade, ne? Ja, ja. Ich meine, ist natürlich. Ich bin es gewohnt, Gameboy-Spiele oder Gameboy Advance-Spiele ohne Ton zu spielen. Durfte dich Mutti nicht erwischen, wenn du abends noch gespielt hast, oder wie? Oder nein, hast du mal in der Schule gespielt? Ich spiele im Unter. In den Pausen in der BA immer. Epic. Ach, verdammt, den hätte ich da nicht stehen lassen sollen. Es ist aber auch verflixt und zugenäht, wie weit seine Einheiten sehen können. Das ist Wahnsinn. Der hat das U-Boot mitten auf der Brücke stationiert. Das taucht ja, ne? Nee, aber es kann sein natürlich, dass er hier oben ein tauchendes U-Boot hat und das ich nicht sehen kann. Ich weiß zwar nicht, wie er das da hingekriegt hat, aber... Magie. Wahrscheinlich. Oh Gott, da muss ich immer an Aragorn denken, das eine Kapitel. Das erste, wo ich gelesen habe, Magie, die einfachste Sache der Welt. Überlegt, das kann nicht stimmen. Nochmal gelesen, Magie, die einfachste Sache der Welt. Überlegt, Moment, da ist nur ein G. Magie, die einfachste Sache der Welt. Du weißt schon, dass man Magie auch mit IE schreibt, ja? Ja, ich weiß. Wobei man ich weiß nicht, wie das drin war. Naja. Schon wieder verloren. Wenn das so weitergeht, wird sich das sehr nachteilig auf ihn auswirken. Wen? Kid. Oh. Yep. Geh dort hinaus und halt das Sternenkorps Allstar auf. Leicht gesagt, Boss, aber es sind kaum noch Truppen da. Werde nicht frech, sammle die Truppen und tu etwas. Steh auf und tu etwas. Ich muss fort und ihm meinen Respekt erweisen. Ich bin bald zurück. Na schön, da geht er hin, um diesen mysteriösen Typen zu treffen. Dann gehe ich mal los und sehe, was ich soeben erblicke. Geh ich mal mit. Olaf ist verschwunden. Günther. Arang. Ja, schon wieder. Mitten. Ah. Mitten? Ja, wir müssen jetzt noch eine Folge aufnehmen. Ach klar, wir können auch eine Folge aufnehmen. Ich meine, es ist auch erst 12:30, also eigentlich ist das. Eisenmaus! Muss es noch irgendwas anderes aus einer Maus sein? Ja, ich glaube, es gibt dann Hahn oder so. Wow. Es geht die Nahrungskette immer höher. Hahn frisst Maus und irgendwann kommt Brathähnchen und dann... Oh ja, jetzt also doch. Ich wusste, irgendwie kann das doch nicht ganz hinkommen. Gegen Fragezeichen? Entschuldigung, ich bin zu spät. Oh, ich muss erst meine Haare machen. Und der Sonderberater. Andy, Max und der Sonderberater. Fox, so war doch der Name, oder? Ja, das bin ich. Wer bist du? Mein Name ist Tammy. Tami. Ich kommandiere die Spezialkräfte. Ich hätte euch schon früher treffen sollen, doch die letzte Mission ging schief. Naja, besser spät als nie. Infanterie und Mecheinheiten sind mein Spezialgebiet. Meine Einheiten können neue Basen schneller sichern als die anderer Co. Meine Transporteinheiten haben bestens trainiert, sind bestens trainiert. Zögere nicht, meine Truppen und mich einzusetzen, denn wir sind fit.
Die habe ich immer gerne gespielt. Bereit loszuschlagen. Ich freue mich, mit dir zusammenzuarbeiten, Tammy. Tami. Das nenne ich Einsatzbereitschaft. Oh, ich habe noch einige Informationen. Das heißt, Olafs Truppen marschieren auf Yellow Comets zu. Los, hinterher. Einen Moment, wer ist das? Das ist Mr. Dings. Kann es denn sein? Dieser Kerl schon wieder. Das Gelände ist für mich perfekt. Ja, wen werden wir dann wohl nehmen? Max. Nein, wir wählen mal Tammy aus. Habe ich das Kommando? Naja, klar. Ich finde, das ist sehr vertrauenserweckend, wenn sie sofort kommt. Tammy's Debüt! Ja, die letzte Mission ging fehl. Ja, ja. Ich glaube, ich habe diesen Typen schon mal gesehen. Kannst du dich an sie erinnern, Fox? Ja, wehe, du erzählst mir jetzt. Das sind Truppen von Green... Ach, Leute, labert mich. Ich habe ja gesagt. Was versteht ihr an einem kunstvoll geschwungenen Ja nicht? Übrigens wäre es eigentlich besser gewesen, ich hätte Max genommen, weil ich nur Nahkampfeinheiten hier anscheinend habe. Aber, nee, hab ich, auf der Strecke. Habe ich nicht, aber das Problem ist, dass wenn man denkt, oh, ich nehme einen anderen Char, dann kann es passieren, dass man eine andere Map bekommt. Und das ist etwas nervig. Ich weiß, das war eine Falle. Natürlich war das eine Falle. Guck dir das mal an hier. Was? Da geht's. Okay. Was erwartest du? Ziemlich viel Wald. Info, Situation, schlage alle Truppen oder besitze seinen HQ. Beide Möglichkeiten stehen hier offen. Gibt's hier wenigstens Fabriken? Nein. Nein, siehst du irgendwo Geld? Wenn du kein Geld siehst, dann gibt's keine Fabriken. Ganz einfacher Grundsatz in diesem Spiel. Ich fänd's noch gut, wenn man wenigstens um seine Städte rum ein bisschen Sicht hätte. Ja, eins Sicht um die Städte rum wäre schon cool. Mhm. Aber das hätte dann so was NSA-artiges. Dann würden aber die Städte hier auch was bringen. Willst du sagen, die Städte bringen nichts? Naja, momentan bringen sie dir nichts, oder? Sie sind da? Cool, da ist ein Viererwald. Ja, aus vier wird fünf. Das ist der Special Effects Wald. Nee, Das ist der Mathematikwald. Ich weiß ja nicht, wie spät es jetzt ist, aber ich sollte vielleicht mal meinen Tee rausnehmen. 0.38 Uhr ist es. Du hast vor knapp 12 Minuten. Ne, Moment, das ist länger her, aber naja, seitdem auch wie. Passt schon. Passt schon, gell? Der Tee wird ziemlich bitter sein, glaube ich. Das Sternkorps Orange Andys Truppen. Dieses Mal schlägt mich kein Andy oder sonst jemand seines Schlages. Ich zerschmettere sie mit einem Hieb. Alter, was hat der gegessen? Der hat irgendwas falsch gegessen. Ja, der hat irgendwas gegen uns, ne? Der sollte sich mal mit Kid zusammensetzen. Wir werden auch noch sehen, warum er was gegen uns hat. Aber er hat eine coole Frisur. Ja, Sportfrisur. Wieso kann er mich angreifen? Ich bin in einem Wald. Das gilt eigentlich auch für Flugtruppen. Also manchmal verstehe ich die Computertruppen nicht. Manchmal können die angreifen, obwohl man eigentlich versteckt wäre. Ja. Ja. Es wäre aber super, wenn er seine Züge jetzt damit verschwenden würde, die Gebäude da einzunehmen. Moment, das ist total Schwachsinn, Fähigkeit von ihr, dass die Gebäude schneller eingenommen werden. Das Wieso? Brauchst du gar nicht. Na, hier nicht unbedingt, nee. Leider kriege ich ihn nicht komplett tot. Aber, ja. Du hast noch einen Artillerietrupp. Der dürfte doch treffen, oder? Artillerie? Der bringt dem nichts. Artillerie kann keine Flugeinheiten töten. Warum nicht? Da kann nur Infanterie, Fahrzeug, Schiff und U-Boot angreifen. Aber Schiff und U-Boot nur schlecht und U-Boot darf nicht tauchen. Der hier könnte das. Ich finde es auch super, wie der Pfeil nach oben ein Schlecht symbolisiert. Dieser Pfeil nach oben ist ein Dreieck. Ja, naja, aber... Eingeschränkt. Ja. Kennst du nicht die Eingeschränktheit des Dreiecks?
Natürlich. Das war ein Bestseller, ja? Übrigens, hier ist ja Tamis Spezialfähigkeit nur Doppeldistanz. Das heißt, die sind alle ein wenig stärker und... können weiter laufen. Können weiter laufen, genau. Also wie man das sieht hier. Jetzt haben die drei Reichweite. Im zweiten Teil ist das dann so, wenn du die Spezialgabe hast, dass die dann auch noch... dass die dann in einer Runde ein Gebäude einnehmen können, was ziemlich heftig ist. Die aber in dieser Schlacht nichts bringt. Nee, aber gibt's auch erst im zweiten Teil. Gibt's da nur eine Brücke? Ja, da oben. Ich fänd's genial, wenn es Truppen geben würden, die Brücken bauen könnten. Das nicht, aber es gibt in Updark Conflict, ich weiß nicht, ob es in Dual Strike heißt es, glaube ich. Das erste für ein DS, das habe ich aber nicht. Ja, für DS, Dual Strike. Ja, genau. War so ein bisschen ein Wortspiel. Auf jeden Fall gibt es in Dark Conflict. Oh, das kann ich weiter. Können Truppentransportpanzer Mini-Häfen und Mini-Flughäfen bauen. Mhm. Und das ist echt nützlich, um Truppen aufzufüllen. Eagle Eye Cherry, nein. Warum sieht er mich? Achso, nee, Moment, die waren direkt neben seinen Truppen. Ich habe nichts gesagt. Aber trotzdem, warum sieht er dich, ne? Aber der hat die Truppen vorher weggezogen. Dann dürfte er dich trotzdem nicht sehen. Eigentlich nicht. Sagen wir aber keinem. Aber du weißt ja, wie das ist mit dem Pufferspeicher. Da hätte er mich jetzt zum Beispiel auch nicht sehen dürfen. Auch wenn das sein Gebäude daneben ansteht. Aber er sollte langsam mal gelernt haben, dass seine Truppen keine Chance haben. Warte, ich schreibe mir eine Beschwerdemail an die Entwickler. Mich schlägt keiner. So, jetzt kann er nochmal angreifen. Das ist natürlich jetzt etwas Fatalus Maximus. Vor allem mit dem Bomber da. Genau. Und mit den Jägern. Die konnten mich jetzt allerdings sehen. Das verstehe ich schon. Die konnten dich aber nicht umbringen. Er wird mich umgebracht hatten. Oh, und ich merke, wir sind schon wieder etwas Overtime. Ach was. Aber wir warten noch kurz das Ende seines Zuges ab. Und verabschieden uns dann in den Feierabend. Echt? Also für euch Feierabend, für heute. Ja, für heute euren Feierabend, euren Wohlverdienten. Für uns für heute steht auch die Sonderschicht an. Achtung, Sonderschicht-Kommando geht los. So Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschüss.